Jahr für Jahr erkranken in Deutschland Hunderttausende von Menschen an Nierenkrankheiten. Zehntausende bekommen von ihrem Arzt die Mitteilung, dass die Nieren so schlecht funktionieren, dass eine Dialyse eingeleitet werden muss. Und Millionen von Bundesbürgern leiden an Bluthochdruck, einer Erkrankung, die, wie man heute sicher weiß, in erster Linie direkt oder indirekt durch Nierenfunktionsschäden verursacht ist. Es gibt kein Organ des menschlichen Körpers, dessen lebenswichtige Funktionen so gut untersucht sind wie die der Nieren. Als Ergebnis jahrzehntelanger Forschung können die Aufgaben der Nieren durch Medikamente und medizinische Geräte derart vollständig ersetzt werden, dass selbst bei einem vollständigen Organversagen ein jahrzehntelanges Leben mit hoher Lebensqualität möglich ist. Darüber hinaus gibt es beeindruckende Erfolge in der Prävention von Nierenerkrankungen, in der Therapie des Bluthochdruckes und große Fortschritte in der Nierentransplantation. Eine unwiderrufliche Nierenschädigung ist heutzutage nicht mehr tödlich. Durch Dialyse und Transplantation ist heutzutage ein zwar eingeschränktes, aber weitgehend komplikationsfreies Leben möglich. Ich habe eigentlich von der Niere an sich selbst nichts gemerkt, keine Schmerzen, nichts. Ich hörte das immer nur von den Ärzten. Ich habe mich dann vierteljährlich untersuchen lassen, es wurde Ultraschall gemacht und da entwickelte sich das dann langsam. Also ich habe das immer mitverfolgt, wie die Zysten auch wuchsen. Man bemerkt sehr spät, Patienten bemerken sehr spät etwas, dass die Nieren krank sind. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass die Nieren eine hohe Reservekapazität haben. Das Nierengewebe muss zu 80-90% schwer geschädigt sein, bevor die ersten Symptome für den Patienten bemerkbar werden. Die Aufgaben der Nieren sind vielfältig. Die Nieren, und das sage ich nicht nur, weil ich Nierenspezialistin bin, sind eines der wichtigsten Organe, die wir haben. Sie reguliert den Natrium- und Wasser, also den Salz- und Wasserhaushalt. Sie reguliert unseren Blutdruck. Sie ist dafür verantwortlich, dass wir genug rote Blutkörperchen haben. Also sie greift in alle körpereigenen Funktionen, ganz wichtigen körpereigenen Funktionen ein. Sie arbeiten ja wie ein Filter, wie ein Sieb. Sie sollen im Körper zurückhalten, was der Körper braucht, was er benötigt. Und sie sollen herauslassen, ausscheiden, das, was überflüssig ist, was vielleicht sogar, wenn es sich anhäuft, gefährlich ist. Die diagnostischen Verfahren, die eingesetzt werden, damit wir erkennen, ob ein Patient nierenkrank ist, sind vor allen Dingen die körperliche Untersuchung. Man muss jeden Patienten untersuchen, daraus kann man schon mal sehr viele Schlüsse ziehen. Dann aber vor allen Dingen auch Blut-Urin-Untersuchung, Ultraschall. Ultraschall als ein nicht schädliches, bildgebendes Verfahren ist für uns Nierenärzte sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus kommen alle anderen bildgebenden Verfahren zum Einsatz, Kernspinnen, CT-Untersuchung ist eine Röntgenuntersuchung, die kommt eher selten zum Einsatz, weil hier Kontrastmittel verwendet werden, die bei Nierenkranken nicht einfach verabreicht werden sollten. Und was ganz am Ende einer Untersuchungseinheit steht, ist die sogenannte Nierenpunktion. Das heißt, wenn wir genau wissen wollen, was ist in der Niere los, dann entnehmen wir eine kleine Probe aus der Niere, untersuchen die und das ist meistens für uns Nierenärzte die wichtigste und auch am meisten diagnostisch weiterbringende Methode, die wir haben. Eine Nierenschädigung in Deutschland, in einem hochentwickelten Industrieland mit einer sehr guten Gesundheitsversorgung, ist in über 30-40% der Fälle durch Diabetes, durch Zucker verursacht, in etwa der gleichen Prozentzahl durch Bluthochdruck. Also über 50% der Patienten, die letztlich keine ausreichende Nierenfunktion mehr haben, haben als Erkrankung Bluthochdruck oder Diabetes mellitus. Die selteneren Ursachen sind Autoimmunerkrankungen beispielsweise, also eine Nephritis, eine Glomerulonephritis, eine Entzündung der Nieren, ohne dass Bakterien und Viren eine Rolle spielen. Das ist dann eine weitere wichtige Gruppe. Es gibt angeborene Nierenerkrankungen, Zystennieren beispielsweise, die eben zu etwa 5% dann auch eine Niereninsuffizienz, eine Dialysepflicht verursachen können. Man hat ein Gläschen Bier getrunken, auch sein Schnäpschen und sein Wein, viel gefeiert. Das ging ja alles damals auch mit hohem Blutdruck, hat trotzdem geschmeckt. Aber im Nachhinein, einen anderen Tag hat man schon gemerkt. Ne? Dann war nicht mehr 160, da war 230. Ne? Und dann, aber man gibt nichts drauf, dann nimmt man etwas mehr Tabletten. Man denkt ja auch nicht dran, man denkt, das kann alles reguliert werden. Wenn es runtergedrückt wird, dann ist es weg.
Ich hatte schon ein paar Jahre vorher, habe ich immer zu viel Eiweiß ausgeschieden und habe mit Bluthochdruck zu tun und Diabetes Typ 2. Und dadurch hat sich das in den Jahren entwickelt. Und die eine Niere, die ist geschrumpft. Wenn eine Niere krank ist und damit ihrer Funktion nicht mehr nachkommt, hängen da multiple, ganz vielfältige andere Funktionen des Körpers dran. Zum Beispiel der Blutdruck, der durch die Niere geregelt wird und der entsprechend dann entsteht. Aber auch die Gefäße. Die Niere ist ein Organ, was sehr gut durchblutet ist, was sehr viele kleine Gefäße hat und das, welches Hormone bildet, die ebenfalls andere Gefäßsysteme, das Herz-Kreislauf-System allgemein, das Herz, aber auch die Durchblutung der Beine und Arme und auch des Kopfes mit beeinflusst. Das heißt, nierenkranke Patienten sind oft an anderen Orten gefäßbedingt krank und das macht sie zu Patienten, die immer und überall intensiv untersucht werden wollen und die auch für andere Erkrankungen besonders anfällig sind und deswegen eine spezielle Patienteneinheit darstellen, auf die es besonders zu achten gilt. Die Patienten fragen immer wieder, was kann ich tun? Gibt es eine Diät? Die gibt es leider nicht. Wir müssen aktiv dafür sorgen, dass der Blutdruck gut eingestellt ist. Ein ganz wesentlicher Punkt. Es sind häufig mehrere verschiedene Medikamente, die der Patient einnehmen muss, damit wir den Blutdruck gut eingestellt bekommen. Man muss den Säurebasenhaushalt beeinflussen durch eine Bicarbonatgabe, weil sonst eine Übersäuerung des Körpers vorliegt. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, tatsächlich Einfluss zu nehmen auf den Verlauf der Nierenkrankheit. Und man kann zumindest versuchen zu verzögern den Verlauf der chronischen Nierenerkrankung. Ich war 1990 Wonneproppen, hatte noch 40 Kilo mehr wie jetzt. Und da haben meine Ärzte gesagt, entscheidend war, gerade weil die Niere ja Giftstoffe aus dem Körper schwemmt, Gewicht halten, auf keinen Fall zunehmen und ganz langsam reduzieren. Ich habe, wie gesagt, vorher jahrelang ganz normal gelebt, bis auf, dass ich dann den Alkohol total eingeschränkt habe, habe mir das Rauchen noch abgewöhnt. Und dann merkt man aber schon in der letzten Phase, dass man doch etwas vergiftet ist, sage ich mal so. Das merkt man auch ein bisschen an seiner Stimmung. Also ich war ein sehr ernster Mensch eigentlich in der Zeit. Aber ich hatte große Angst vor der Dialyse. Wollte also absolut nicht an die Dialyse, wollte es immer hinauszögern und habe dann immer noch Tennis gespielt und habe immer zu den Ärzten gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn ich jetzt Tennis spiele, muss ich doch nicht an die Dialyse. Also ich habe da so gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so krank bin. Eine schwierige Frage und eine schwierige Phase im Verlauf der Nierenerkrankung ist es immer dann, wenn der Arzt dem Patienten sagen muss, so jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt müssen wir eine Dialysetherapie einleiten. Das ist ein schwieriger Moment auch deswegen, weil der Patient eventuell gar nichts anderes bemerkt. Er kann nicht durch irgendwelche Verschlechterung der Symptome sagen, so jetzt muss ich wirklich mit der Dialyse anfangen. Er muss sich ein Stück weit auf die Ärzte, den Arzt verlassen. Wir als Nephrologen, als Nierenärzte sind natürlich bemüht, die Dialyse so frühzeitig einzusetzen, dass keine dauerhaften Schäden bei dem Patienten eintreten. Und gleichzeitig sind wir verpflichtet, so lange zu warten mit dem Beginn der Dialyse, wie es irgendwie geht. Vor der Dialyse durfte ich ja noch einmal in Urlaub fahren. Da war ich auf Lanzarote und hatte aber zugesagt, nach dem Urlaub direkt dann mich in der Praxis zu melden. Und während des Urlaubs ging es mir schon ziemlich schlecht. Das heißt, ich fror bei 30 Grad, ich habe mir eine dicke Jacke angezogen, wo andere sich ausgezogen haben. Ich hatte keinen Appetit mehr, ich war immer müde und so. Und da merkte ich schon, jetzt gibt es nichts mehr wegzuleugnen. Die Zeit kommt jetzt. Und ich glaube, der Verlauf muss auch so sein, einfach um dann das Gefühl zu haben, du musst jetzt dran und du erfährst durch die Dialyse eine Hilfe. Wir sagen, dass wenn alle anderen Organe nicht schwer erkrankt sind, also zum Beispiel keine schwere Herzerkrankung vorliegt, dass man etwa, wenn 15 Milliliter Blut pro Minute gereinigt werden, noch von den Nieren, dass das dann der Punkt ist, an dem man darüber nachdenken sollte, ob die Dialyse schon indiziert ist. Es ist aber nicht zwingend nötig, mit 15 anzufangen. Man kann auch noch länger warten, abhängig vom Patienten.
Wie es dann eben konkreter wurde, dann hat man natürlich Angst auch einfach davor, weil man nicht weiß, wie wird sich das verändern und überhaupt das Leben auch mit der Familie und mit dem Partner. Und ja, das macht einen schon unsicher. Patienten, die damit konfrontiert werden, dass sie jetzt mit einer Dialyse behandelt werden müssen, reagieren ganz unterschiedlich. Und das hängt vor allen Dingen davon ab, ob der Patient bereits vorher rechtzeitig in einer Behandlung bei einem Nierenspezialisten war, der mit dem Patienten oft geredet hat, die Patienten über dieses Verfahren gut aufgeklärt wurden, man ihnen das erklärt hat, eventuell es ihnen schon gezeigt hat. Für die Patienten, die akut, also ganz plötzlich in diese Situation kommen, ist es meistens am schwierigsten, weil sie sich überhaupt nicht darauf vorbereiten können. Und dann hilft es immer, mit dem Patienten zu reden und ihnen auch klarzumachen, das ist natürlich ein deutlicher Einschnitt in der gesamten Lebensführung, der Lebensqualität, aber es ist kein Todesurteil und man kann mit der Dialyse auch sehr, sehr gut leben. Es gibt auch ein Angebot, das heißt Fit für Dialyse, ein Angebot, das die Deutsche Nierenstiftung erarbeitet hat. Hier kann man sich auch noch zusätzliche Informationen holen, die die Angst vor der Dialyse nehmen sollen. Und dann wurde der Shunt angelegt und wie gesagt, dann 5 Monate später ist dann innerhalb von einer Woche ist der Körper im Prinzip von unten bis oben vollgelaufen. Ich habe innerhalb einer Woche 14, 15, 16 Kilo Wasser im Körper angesammelt. Konnte mich nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr laufen, konnte nicht mehr schlafen. Es war ganz fürchterlich. Ich bin also mit dem Taxi zur Dialysepraxis, habe gerade hochgeschafft und der Arzt hat mich da gesehen und hat direkt gesagt, los, sofort an die Dialyse, an die Dialyse. Die Methoden, eine Niere zu ersetzen, sind vielfältig. Man kann mit Maschinen das machen, die sogenannte Hämodialyse, über das Waschen des Blutes bzw. das Zirkulieren des Blutes außerhalb des Körpers. Es gibt die sogenannte Bauchfelldialyse, bei denen das Blut über den Bauchfellraum, über einen Katheter im Bauchfell gereinigt wird. Und letztendlich als definitive Maßnahme gibt es natürlich auch den Nierenersatz durch die Nierentransplantation. Mir war eigentlich von Anfang an klar, die Bauchfelldialyse zu machen, weil ich mir nicht vorstellen könnte, alle 2 Tage in die Praxis fahren zu müssen und dann eben da 5, 6 Stunden angeschlossen zu sein. Also ich denke mal, das ist so wie ein Fulltime-Job. Die Voraussetzung für den Beginn einer Bauchfelldialyse, einer Peritonaldialyse, ist ein Schlauch, der in den Bauchraum gelegt wird und ein Stück aus der Bauchhaut herausschaut. Dieses Anlegen des Katheters ist eine kleine Operation in der Regel, wird schon unter Vollnarkose, es muss nicht sein, aber in der Regel wird es unter Vollnarkose gemacht, wird ein Schlauch chirurgisch implantiert. Die Spitze des Schlauches liegt hinter der Blase, also ganz unten im Bauchraum, und dann wird durch die Bauchdecke der Katheter nach draußen geführt. Ich habe das mit meinem Mann besprochen und für den war das auch klar. Also der unterstützt mich auch da unheimlich toll und das ist auch für mich sehr wichtig. Weil das ist, man bekommt ja einen Katheter in die Bauchdecke gelegt. Das ist jetzt auch nicht, sage ich jetzt mal so, erotisch oder überhaupt ansehnlich. Also das ist, da muss man sich natürlich mit abfinden. Die Bauchfelldialyse oder Peritonealdialyse benutzt das Bauchfell als körpereigene biologische Membran, um die Gifte aus dem Körper zu entfernen. Als Bauchfellpatient müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie in der Regel 3 bis 4 Mal am Tag die Flüssigkeit, die sich in Ihrem Bauch befindet und die dann mit der Zeit mit Giften angereichert wird, wechseln. Sie müssen quasi frische Flüssigkeit reinführen und die mit Giften angereicherte Flüssigkeit aus dem Bauch wieder ablassen. Die weitere Möglichkeit, die es bei der Bauchfelldialyse gibt, ist, dass man eine Maschine diesen Wechsel vornehmen lässt. Das würde dann bedeuten, man hängt den ganzen Tag an der Maschine, ist aber nicht so, dass man macht das dann einfach nachts. Man hängt dann quasi nachts an der Maschine und die Maschine übernimmt dann auch in bestimmten Intervallen den Wechsel. Also wenn ich jetzt anfange mit der Behandlung abends oder den Zyklus vorbereite, dann muss man erst ein Set einlegen. Und Set ist das, wo die Schläuche dran sind, die schließt man dann später an diesen Beuteln an. Und dann läuft erst der Selbsttest durch und dann kann man die Beutel konnektieren. Da gibt es so Klemmen, die man schließen muss und wieder öffnen muss. Und dann werden die Beutel, die Schläuche noch entlüftet, dass eben keine Luft auch in den Körper reinkommt, weil das ist sehr unangenehm. Ich gehe dann noch mal runter meistens und wenn ich dann zu Bett gehe, brauche ich mich nur noch anschließen. Der Patient, der sich für die Bauchfelldialyse entscheidet, muss dabei sehr sauber arbeiten, in den wenigen Sekunden, in denen er den Beutel an den Schlauch, der aus dem Bauch kommt, verbindet.
Das lernt er. Was der Patient ebenfalls lernt, sind Diätbeschränkungen, sind die Protokollführung, jeden Tag Blutdruckmessung, Körpergewichtmessung und die Daten, die von der Dialyse geliefert werden. All das muss sauber protokolliert werden. Aber insgesamt ein einfaches Programm, durchaus machbar für die meisten Patienten. Die Akzeptanz der Patienten zur Bauchfelldialyse ist, wenn man sich dazu entschlossen hat, meist sehr hoch, weil es ein Verfahren ist, wo der Patient sehr unabhängig ist, wo er dann auch bezüglich der diätetischen und anderen Maßnahmen etwas freier ist. Wenn ich morgens aufstehe, dann schließe ich die Klemmen und dann schnalle ich mich ab und dann bin ich fertig. Dann kann ich duschen gehen. Die gefürchteste Nebenwirkung der Bauchfelldialyse ist die Entzündung des Bauchfells, die sogenannte Peritonitis. Die Patienten werden darauf geschult, dies rechtzeitig zu erkennen. Denn wenn man es rechtzeitig erkennt, kann man es frühzeitig behandeln und dann verläuft es für den Patienten meistens auch völlig harmlos. Man fühlt sich dann auch relativ schnell wieder gesund. Also das wirkt unheimlich schnell, das Antibiotikum. Und ja, dann nach einer Woche bin ich entlassen worden. Und ein halbes Jahr drauf habe ich dann eben die zweite Bauchfellentzündung bekommen. Und da habe ich das also schneller erkannt, habe dann auch schneller reagiert und bin dann wieder direkt zum Krankenhaus. Und nach 3 Tagen habe ich dann gesagt, das mache ich jetzt selber mit den Beimpfungen der Beutel. Und bin dann nach Hause gefahren. Das klappte dann auch ganz gut. Bei der Hämodialyse brauchen wir Blut. Blut wird außerhalb des Körpers über ein Schlauchsystem an einen Filter geleitet und über diesen Filter gegen reines Wasser ausgetauscht die Gifte von der einen Seite, von der Blutseite zur Wasserseite. Die Dialysemaschine ist eine fast perfekte Imitation der Niere. Das Blut wird unentwegt durch einen Filter gepumpt, durch den giftige Substanzen sowie überschüssige Salze und Wasser aus dem Blut entfernt werden. Der Dialysefilter besteht aus hunderten feiner Kunststoffröhrchen, die in einem durchsichtigen Zylinder angeordnet sind. Nach dem Filtern fließt das gereinigte Blut dann zurück zum Patienten. Etwa 4 bis 5 Stunden lang wird das Blut des nierenkranken Patienten durch den Filter gepumpt. In dieser Zeit nimmt die Konzentration der Giftstoffe im Blut kontinuierlich ab. Die Giftstoffe aus den Organen strömen gleichzeitig vermehrt ins Blut, das wiederum im Dialysefilter gereinigt wird. Die Konzentration der Giftstoffe im Körper wird während der Dialysebehandlung umso stärker reduziert, je länger die Dialyse dauert. Ich muss 3-mal in der Woche zur Dialyse und gehe 4 Stunden 40 um 7 bis ca. 12 Uhr. Der für die Hämodialyse notwendige Gefäßzugang, der Shunt, ist eine in einer einfachen Operation angelegte Verbindung zwischen einer Arterie, Pulsader, und einer oberflächlichen Hautvene. Die Vene kann nach der Operation zur Blutentnahme und Rückgabe genutzt werden. Dieser Shunt muss deshalb rechtzeitig angelegt werden, weil er eine Zeit des Reifeprozesses braucht. Nicht gleich ist die Vene so kräftig nach der Operation, dass darüber Blut entnommen werden kann und Blut zurückgegeben werden kann für die Dialyse. Das heißt, man muss abhängig von den Gefäßverhältnissen einige Wochen warten, bis man tatsächlich den Shunt für die Dialysetherapie benutzen kann. Dann wurde mal erst knapp 3 Liter rausgeholt und dann am nächsten Tag wieder 3 und am nächsten Tag wieder 3. So wurde er langsam abgebaut, weil der Körper muss halt ja auch verkraften, die Flüssigkeitsmenge wieder rauszuholen. Aber es waren schon nach den ersten 3 Litern. Und dadurch dann auch die Giftstoffe raus sind, teilweise schon. Ich war wie ein anderer Mensch. Meine Gedanken waren, naja, so angenehm, so lange stilllegen, ist es ja nicht. Aber du bist dann wieder fit. Ja, so war das aber nicht. Wie ich nach dem ersten Mal von der Dialyse abgekommen bin, da war ich platt. Wir waren doch etwas verzweifelt, nachdem wir das erste Mal zurückkamen. Und dann auch die nächsten Tage, aber dann erklärten die Schwestern ihm wirklich sehr liebevoll, dass er ein halbes Jahr schon warten müsste, bis Blut rein war und er wieder ein bisschen zu Kräften gekommen ist. Die Hämodialysepatienten gewöhnen sich auch sehr rasch an die Dialyse, in der Regel, in den meisten Fällen jedenfalls. Die Vielfalt der Möglichkeiten der Hämodialysebehandlung zeitlich spielt dabei eine wesentliche Rolle. Also
ein junger Mensch, der noch berufstätig ist, kann zum Beispiel in den Abendstunden dialysieren. Es ist sogar möglich, das nachts zu dialysieren. Die Patienten verlieren die Angst auch deswegen sehr schnell, weil sie bemerken, dass keine schwerwiegenden Missempfindungen bei der Dialyse auftreten. Sodass es mehr und mehr dann zu einer Routine wird und lästig dann eben nur der Zeitaufwand für die Dialyse ist. Ich finde jetzt bei der Nachtdialyse angenehm, ich bin Dienstagabend, Donnerstagabend und Sonntagabend da. Das heißt, ich habe praktisch jetzt Donnerstagabend, dann komme ich also Freitagmorgen, bin ich hier dann zu Hause und habe dann Freitag, Samstag, Sonntag sozusagen ein Wochenende, womit wir auch dann einiges manchmal anfangen, fahren weg oder man hat das einfach mal so aus dem Kopf raus. Ne? Wenn man dreimal die Woche in eine Einrichtung geht, immer mit den gleichen Schwestern und Ärzten zu tun hat, dann bildet sich auch eine Vertrauensbasis auf, die sehr hoch ist. Die Patienten fühlen sich entsprechend wohl aufgehoben, werden medizinisch rundum betreut. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Patienten die Dialysebehandlung, wenn sie einmal begonnen wird, meistens sehr gut akzeptieren und dann auch die Behandlung durch ihre Ärzte als sehr angenehm zusammen mit den Dialyseschwestern empfinden. Wo verbringen Sie so viel Zeit mit einem, mit einer Gruppe von Menschen so intensiv? Ja? Und von daher ist es ein extrem wichtiges Verhältnis. Sie sollen genau hingucken, ob sie sich da gut aufgehoben fühlen, ob sie gut informiert werden, ob sie gut unterstützt werden in all ihren Belangen. Das ist ganz wichtig. Bei der Dialyse fühle ich mich sehr wohl. Die Schwestern sind vor allen Dingen sehr nett und auch meine Nachbarin ist nett. Wir unterhalten uns immer. Man kann lesen, man kann Fernsehen schauen. Da geht die Zeit an für sich sehr schnell um. Die Ärzte gehen da jeden Tag mit um. Da ist eigentlich, für die ist so vieles selbstverständlich. Und ich glaube, da ist man als Patient dann hinterher gefragt. Man muss die Ärzte fragen. Fragen, fragen, fragen. Wenn man das nicht tut, kriegt man auch keine Antwort. Das ist das Wichtigste. Und das, was ich gefragt habe, habe ich immer ausreichend und gut erklärt bekommen. Trinken ist das A und O. Da sage ich immer wieder, die Flüssigkeitsmenge im Körper, dieses Flüssigkeitsmanagement für einen selbst, dass man möglichst nicht zu viel Flüssigkeit zu den Dialysetagen mitbringt. Denn je mehr Flüssigkeit man aus dem Körper gezogen kriegt, also ab 3, 3,5 Liter, das macht der Körper nicht mit. Man muss sich vorstellen, dass sich zwischen den Hämodialysebehandlungen sich die Giftstoffe, auch das Wasser im Körper ansammelt. Wenn man nun annimmt, dass der Patient gar keinen Urin mehr lässt, dann muss man sich vorstellen, dass jeder Tropfen Flüssigkeit, der getrunken wird, auch im Körper bleibt. Also, der Patient muss mitmachen. Zwischen den Dialysen ist er gehalten, möglichst wenig zu trinken, 1 bis 1,5 Liter. Also in der Selbsthilfe können sich halt super viele Tricks auch abholen. Ja? Sie dürfen nicht so viel trinken und die erzählen Ihnen dann, welche Bonbons Sie lutschen müssen, ob Sie mit Eiswürfeln, also was es einfach für Tricks gibt, um diesen Durst, das ist ja schon auch ein großes Problem für Patienten, ja? um das in den Griff zu kriegen. Ich habe durch die Dialyse keine Nebenwirkungen, die ich jetzt spüren würde. Also ich denke schon, dass die Haut sehr trocken wird, dass die Muskulatur sich zurückbildet. Natürlich habe ich auch dann nach der ersten Dialyse in dieser ersten Phase 8 Kilo abgenommen. Das war so alles Wasser. Es kann aber auch bei der Hämodialyse zu Nebenwirkungen kommen, zum Beispiel zu Blutdruckabfall während der Behandlung, gerade dann, wenn zu viel Flüssigkeit entzogen werden muss. Für ältere Menschen kann das eine Kreislaufbelastung sein, die Dialyse, und sie sind nach der Dialyse ermüdet. Das ist durchaus denkbar. Das Dialyseverfahren selbst ist heutzutage fast ohne Nebenwirkungen, praktisch ohne Nebenwirkungen. Man kann schon mal Kreislaufschwäche kriegen, das habe ich auch schon mal gehabt. Also ich war ganz erstaunt, dass ich zweimal während der Dialyse mal richtig, wurde es mir schummerig, wurde es mir komisch, dann rufe ich die Schwester. Und dann werden sie wieder stabilisiert, ist klar. Und ich habe sie auch schon mal zu Hause gehabt. Macht es mir natürlich ein bisschen Angst, weil ich alleine bin. Aber da setze ich mich dann selbst auch gegen mich durch. Und dann lege ich mich aufs Sofa, die Beine hoch und versuche mich so wieder zu stabilisieren. Stellt man die Verfahren der Bauchfelldialyse und der Hämodialyse gegenüber, so ist der größte Unterschied vor allen Dingen die Tatsache, dass die Bauchfelldialyse meistens durch die Patienten alleine zu Hause durchgeführt wird. Das heißt, der Patient ist ein Stück weit unabhängiger von der Existenz einer Maschine, von der Existenz einer Dialyseschwester. Er kann das Ganze natürlich auch zeitlich etwas besser variieren. Bei der Hämodialyse ist der große Vorteil, dass man regelmäßig
Kontakte zu den Pflegern und Ärzten hat und die natürlich auch auf kleine Veränderungen des Gesundheitszustandes sehr gut reagieren können. Das heißt, für viele Patienten, die insbesondere Begleiterkrankungen aufweisen, kann es manchmal von Vorteil sein, sich für die Hämodialyse zu entscheiden, einfach aufgrund der größeren Kontaktfrequenz mit den Schwestern und mit den Ärzten. Das Dialyseverfahren insgesamt, also Hämo- und Bauchfelldialyseverfahren, ist deshalb heute so gut verträglich und wird deshalb so gut akzeptiert von den Patienten, weil es gelungen ist, auch die anderen Funktionen der Nieren zu ersetzen. Wenig ist bekannt, dass die Nieren der Ort sind, an dem die Blutbildung letztlich angeregt wird durch die Bildung von Erythropoetin. Erythropoetin ist das Hormon, das in den Nieren gebildet wird, wenn zu wenig Blut im Körper ist. Und wenn die Nieren chronisch geschädigt sind, wird chronisch zu wenig Erythropoetin freigesetzt. Nun ist es ein großer Segen, dass dieses Hormon, das Erythropoetin, synthetisch hergestellt werden kann. Von der Praxis kriegen wir ja sowieso EPO gespritzt, so wie wir es brauchen. Oder ich zurzeit jetzt Felizit, dieses also Eisenmittel. Da wird ja genau drauf geachtet. Es wird ja jede Woche einmal Blut abgenommen und da werden die Werte gecheckt. Und nach dem Zustand werden sie entsprechend ja auch therapiert. Darüber hinaus sind Patienten, die nierenkrank sind, meist auch knochenkrank. Der Knochenstoffwechsel mit Calcium und Phosphat wird durch die Niere geregelt. Und wenn wir nierenkrank sind, wird durch die Veränderung in der Phosphatausscheidung das sogenannte Parathormon, ein Hormon, was in der Nebenschilddrüse gebildet wird, vermehrt ausgeschüttet. Die Nebenschilddrüse besteht meist aus vier separaten, in der Umgebung der Schilddrüse angeordneten Drüsen, die auch als Epithelkörperchen bezeichnet werden. Das dort ausgeschüttete Parathormon bewirkt, dass Calcium vermehrt aus dem Knochen gelöst wird. Das heißt, unsere Patienten sind im Knochen entkalkt und haben den Kalk dafür in den Gefäßen. Und dieses Paradox ist das Hauptproblem unserer Dialysepatienten, dass der Kalk nicht mehr im Knochen sitzt, sondern in den Gefäßen. Um den damit verbundenen Gefahren wie Herzinfarkt oder Gefäßversteifungen zu begegnen, muss die Produktion und Freisetzung des Parathormons streng kontrolliert und gleichzeitig der Calcium- und Phosphatspiegel im Normbereich gehalten werden. Hochwirksame Medikamente stehen zur Verfügung, um die Parathormonproduktion zu bremsen. Trotz verschiedener Medikamente, die das Phosphat der Nahrung binden sollen, müssen die Patienten mithelfen, den Teufelskreis aus Calcium und Phosphat zu unterbrechen, indem sie eine phosphatarme Diät beachten. Wir erklären dem Patienten ausführlich die Wirkung der Tabletten. Wir achten darauf, dass die Nebenwirkungen bekannt sind und dass man gegebenenfalls ein Medikament austauscht. Eine Eigenmedikation, eine Selbstmedikation sollte weitgehend vermieden werden, weil da sehr viele Fehler möglich sind, sehr viele Gefahren lauern. Das dramatischste Beispiel ist immer wieder die Therapie von Rückenschmerzen beispielsweise oder Gelenkschmerzen mit zum Teil frei verkäuflichen Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Voltaren. Das kann dazu führen, dass eine geschädigte Niere noch schlechter wird oder auch an der Dialyse die restliche Nierenfunktion verschwindet, wenn das erfolgt. Also es ist sicherlich so, dass die Dialysepflichtigkeit zu psychischen Komplikationen führen kann. Und was man auch gehäufter vielleicht findet, ist so eine depressive Neigung, dass man eher zu depressiven Verstimmungen neigt. Ja. Das liegt in der Natur dieser Erkrankung. Das heißt, dass man da sehr behutsam mit sich selber und sehr vorsichtig und so nachfühlen muss, was passiert mit mir, auch im psychischen Bereich, weil natürlich da ganz viel psychische Prozesse dranhängen. Wenn ich nachts im Bett liege und dann denke ich manchmal, Mensch, ich möchte gar nicht mehr hingehen. Ja. Aber man hat Familie und dann sieht man die Notwendigkeit der Dialyse ein. Das ist lebensabhängig davon. Ich will ja noch was leben. Diese Erkrankung ist sehr schwerwiegend und beeinträchtigt man dem. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch sein Leben etwas weiterzuführen. Dass man da einfach guckt, dass man sich das Leben auch so ein bisschen zurückholt, ja, und es lebt, auch mit dieser Erkrankung. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, um da am Ball zu bleiben.
Viele Patienten können sich gerade am Beginn gar nicht vorstellen, nochmal arbeiten zu gehen. Es bricht so viel über einen herein und deswegen sage ich immer, warten Sie 6 Monate ab. So Pi mal Daumen, 6 Monate, bevor Sie über Ihre Berufstätigkeit eine Entscheidung treffen. Als ich den Schand kriegte, habe ich das schon geplant. Da habe ich schon meine Arbeitszeit reduziert auf 6 Stunden pro Tag. Ich arbeite normalerweise von 8:30 bis 14:30. Und an den Dialysetagen gehe ich dann halt etwas früher weg. Es gibt die Möglichkeiten, die Dialyse zum Beispiel nachts durchzuführen. Ist gerade für junge Patienten ein sehr, sehr gutes Verfahren, weil in der Nacht dann sehr viel länger auch dialysiert werden kann, was für den gesamten Umstand der Dialyse, auch für die anderen beeinträchtigten Körperfunktionen ganz wichtig ist. Man kann Dialyse auch abends durchführen. Viele Dialysezentren bieten eine sogenannte Spätdialyse an. Das ist dann ganz entspannend, dann kann man den Spätfilm noch mitnehmen und dann noch die Tagesschau und dann ist man auch zu Hause und fertig. Also Patienten, die jung sind und im Berufsleben stehen, sollten alles daran setzen, diese Dialyseformen dann auch so zu wählen, dass sie ihren Beruf weiter ausüben können. Das ist einfach für das Verständnis der Patienten und für ihren ganzen Lebensqualität sehr, sehr wichtig. Es gibt irre viel Unterstützungsmöglichkeiten, wie man im Beruf drinbleiben kann. Der Hauptansprechpartner für schwerbehinderte Menschen ist immer das Integrationsamt, die da wirklich sehr, sehr hilfreich zur Seite stehen können und ihnen viele Möglichkeiten geben können, dass sie im Beruf drinbleiben. Für mich persönlich ist auch ein wichtiger Faktor, dass man auf der Arbeit so normal wie möglich weitermachen kann mit Sachen, die einem Spaß machen. Ist ja so, ich war ja früher im Außendienst, jetzt hätte man auch sagen können, ja, Außendienst kannst du nicht mehr, du musst ja zur Dialyse, jetzt haben wir noch einen schönen Pförtnerjob für dich. Das wäre natürlich, ja, hätte ich auch gemacht, aber hätte mir ja keinen Spaß gemacht. So konnte ich in demselben Fachbereich dann halt im Prinzip das Endprodukt meiner Anfangsarbeit weitermachen und das hat also wunderbar geklappt. Für nächstes Jahr habe ich schon mit meiner Freundin geplant, dass wir da ins Ausland auch fahren wollen, eventuell mal in Menorca. Und da werden wir uns über die entsprechenden Reisebüros das entsprechend angucken, das Hotel aussuchen und dann auch die entsprechende Dialysestation aussuchen. Und da werde ich mich vorher auch schlau machen, wie das geht, wie das funktioniert. Und das werde ich genauso genießen wie jeden anderen Urlaub auch. Ein Patient, der Hämodialyse behandelt wird, kann sehr gut in Urlaub fahren. Gerade in Europa, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern werden Dialysen angeboten, Feriendialysen. Man muss sich natürlich rechtzeitig informieren, ob am Urlaubsort eine Dialyse irgendwo vorhanden ist. Ist aber in vielen, vielen Urlaubsorten. Man muss sich dann dort anmelden, muss fragen, ob die einen Platz haben. Die Dialyseärzte helfen auch gerne bei der Suche, weil sie entsprechende Informationen haben. Man kann als Dialysepatient sogar auf ein Kreuzfahrtschiff. Viele Kreuzfahrtschiffe verfügen bereits über Dialysemöglichkeiten. Das ist sehr beruhigend, finde ich, dass diese Urlaubsdialysen sehr gut sind, dass man überhaupt die Möglichkeit hat zu verreisen. Das gibt einem schon ein großes Stück Lebensqualität. Ein Bauchfelldialysepatient hat es noch einfacher. Der packt seine Beutel in den Kofferraum und fährt los. All das geht und das wird auch so praktiziert. Wenn ich geflogen bin, habe ich meistens den Handbeutelwechsel gemacht, weil dann wird ja nur das Dialysat hingeschickt und dann braucht man jetzt keinen Zeigler und dann klappt das auch. Da muss man eben über Tag dialysieren oder ich habe mir auch schon mal nachts alle 4 Stunden den Wecker gesetzt und bin dann aufgestanden und habe das dann nachts gemacht. Also da ist, finde ich, ist man unheimlich frei, das selber zu entscheiden, wie man es dann regelt. Also ich kann noch sehr genießen, muss ich sagen, und ich bin auch Abonnent der Zeitschrift der Dialysepatient. Da sind immer sehr schöne Gerichte drin, die ich gerne koche. Aber auch wenn wir essen gehen, dann kann ich mir auch immer das zusammensuchen. Also zum Beispiel Nudeln kann ich jederzeit essen. Natürlich muss ich mir Schokolade abschminken, aber fast alle Frauen schminken sich Schokolade ab. Also da gibt es nichts, keine Unterschiede. Ja, ab und zu, wenn ich es unbedingt brauche für meine Seele, dann esse ich auch schon mal ein Stück Schokolade, dann muss ich auch mal daneben tappen. Aber ich weiß das und rechne das entsprechend ein dann. In den ersten 3-4 Monaten war das viel Arbeit. Ich habe alles ausgewogen, jede Scheibe Schweinebraten, jedes Brot, ich habe alles ausgewogen. Habe im Buch nachgeguckt, wie viel Wasser, wie viel Eiweiß, wie viel Kalium, wie viel Phosphor. Habe mir dann auch so Tabellen gemacht und so. Und wie gesagt, das waren so die ersten 3-4 Monate, wo alles ein bisschen umständlich war. Hab aber für mich heute jetzt, ich kann ein Essen angucken
und weiß fast ganz genau, wie viel Kalium, Phosphor, Wasser in dem Essen drin ist. Also in meinem Freundeskreis, da hat sich nicht groß was geändert, weil nehme ich als ganz normalen Menschen. Sie bieten mir ihre Hilfe an und die würde ich auch in Anspruch nehmen, wenn es notwendig ist. Man weiß ja nicht, wie sich das im Laufe der Zeit noch verändert. Erstaunlicherweise ist ja diese chronische Nierenerkrankung vielen Menschen total peinlich. Ja? Also es geht ums Pipi machen. Das ist schon mal was, da redet ja auch nicht jeder so gerne drüber. Ja? Das Zweite ist, dass generell niemand so gerne eingesteht, dass er krank ist. Mein Umfeld, wenn sie begreifen, warum, und wenn ich das denen erkläre, ist es, glaube ich, viel einfacher. Und je offensiver ich damit umgehe, umso besser. Dienstags muss ich abends in die Dialyse, wenn ich dann nachmittags Tennis gespielt habe, dann sage ich so, also jetzt Beeilung, ich muss jetzt weg. Das weiß dann eben auch jeder. Das ist so einfach, man geht so offener damit um. Das ist jetzt nicht mehr so was, etwas, worüber man nicht spricht. Das ist so selbstverständlich. Und ich muss sagen, dass ich mich freue, dass ich jetzt so darüber sprechen kann, was ich ja jahrelang nicht konnte, weil das viel natürlicher ist. Also das andere war eigentlich eher so verkrampft, wenn ich so zurückblicke. Es ist jetzt nicht ständig ein Thema, aber man weiß, dass ich in der Dialyse bin. Und es ist aber auch von meiner Seite aus nicht so eine Geheimnistuerei wie vielleicht vorher. Wenn ich sage, nein, das kann ich nicht essen, da wird mir schlecht davon, dann denken die, wieso wird der schlecht davon? Und also es ist alles ein bisschen schwierig gewesen. Also ich selbst habe mich auch positiv verändert dadurch. Es wirkt sich schon aus. Man muss schon eine gute Partnerschaft haben, dass es stabil bleibt. Und am schlimmsten betroffen, ich merke das ja auch bei unseren Bekannten, sind die Ehefrauen. Wir leben ja einfach drauf los. Wir trinken, wenn wir etwas wollen. Der Partner passt ja wieder auf, trinkt doch nicht so viel. Wir haben immer zusammen gesprochen, alles, unsere Ängste und auch seine Sorgen und so, immer. Mein Mann ist ein bisschen verschlossener, er wollte mir nicht so viel Angst machen, aber ich kenne ihn. Er griff öfter zum Stock und er konnte eben die Treppen nicht mehr rauf. Und es waren so viele Sachen, die als Frau, wir sind jetzt 57 Jahre verheiratet, also da kennt man sich dann schon, da kann er nicht mehr viel verstecken. Natürlich ist es so, dass so eine Erkrankung eine Familie belastet. Alle Beteiligten belastet das. Ja? Und ich denke, dass Angehörige manchmal auch ein bisschen hinten runterfallen, weil der Patient vielleicht erstmal auch im Fokus ist. Das Allerwichtigste, egal was für Prozesse stattfinden, ist, dass man in Austausch kommt, dass man sich mit seinem Partner, aber auch mit den Kindern, egal wer da beteiligt ist, dass man sich austauscht darüber, wie es einem geht. Und zwar für alle beteiligt. Wie geht es mir als Patient? Wie geht es mir als Ehefrau oder als Ehemann? Wie geht es mir als Sohn oder Tochter? Für mich war es ganz wichtig, dass mein Mann irgendwie geäußert, dass das ihn das stört, dass ich einen Katheter habe. Und nein, das muss so sein und das ist in Ordnung. Ist doch super, dass es überhaupt sowas gibt. Er hat mich da immer noch motiviert und gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin und das ist kein Problem. Ich erlebe es oft so, dass es Familien zwar schon sehr aufwirbelt und sehr durcheinander macht und auch wirklich aus der Bahn wirft eine Zeit lang, dass es ihnen aber auch, wenn sie da gut eine gute Bewältigung finden, dass es sie sehr eng zusammenrücken lässt. Die ersten Tage, da hätte ich es gerne gehabt, wenn mich, sagen wir mal, jemand abgeholt hätte, mit dem ich hätte reden können. Weil dann die vielen neuen Eindrücke kommen. Das muss man dann einfach jemandem erzählen. Da habe ich mich schon mal ein bisschen einsam gefühlt. Aber jetzt fahre ich mit dem Taxi nach Hause. Das ist okay und gut. Ab und zu drücke ich mir auch mein Tränchen weg. Ist ganz klar. Aber ich glaube, das macht auch jeder Alleinstehende. Es gibt immer Situationen, wo man sich mal ein Tränchen wegdrücken muss. Die Dialysepflichtigkeit ist im ersten Moment oft ein Schock für die Betroffenen. Aber das Zusammenspiel von einem einfühlsamen Ärzte-Patiententeam, umfassender Informationen und der Eigeninitiative der Patienten ermöglicht weitgehend eine Integration dieser neuen Situation in das Leben. Die Dialyse ist ein noch junges medizinisches Verfahren, das erst seit den 60er Jahren angewandt wird. Mediziner aus aller Welt arbeiten kontinuierlich an seiner Weiterentwicklung, um so die Lebensqualität der Dialysepatienten ständig zu verbessern.